Hallo zusammen, heute gibt es mal Feedback von mir zu dem Spiel Man Eater. Und ganz kurz gesagt, es macht unglaublich viel Spaß. Also hatte echt schon lange nicht mehr so viel Fun bei einem Spiel. Was mir jetzt, ja, also generell macht es noch mehr Spaß, wenn ihr es nicht so spielt wie ich. Ich habe ja mehr oder weniger Gebiet für Gebiet gemacht. Dafür ist das Spiel eigentlich so nicht ausgelegt. Sondern wenn ihr es zockt, dann zockt einmal alle Gebiete nacheinander durch. Also einmal sozusagen im Kreis durchschwimmen. Und wenn ihr dann am Anfang seid, seid ihr dann ungefähr so Level 15 und könnt euch dort dann den Krokos widmen, den größeren, und dann wieder Gebiet für Gebiet durchgehen. So ist das Spiel eigentlich ausgelegt. Und dann macht es auch wesentlich mehr Sinn mit den Gegnerviechen. Sonst habt ihr am Anfang nur die kleinen. Und seid dann nachher, wenn ihr sozusagen an die Größenfriche kommt, schon zu hochlevelig. Von daher einmal rundrum und schnappt euch dann das, was so ungefähr auf dem gleichen Level ist wie ihr, auch die Queste. Und dann wird das richtig funny. Ja, was mir jetzt nicht so gefallen hat, da kann man jetzt natürlich drüber streiten. Das Spiel ist relativ kompakt, das heißt, die Spielzeit geht relativ schnell vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit ich gebraucht habe. 50 Stunden vielleicht, noch nicht mal, um da durchzukommen. Es ist auf jeden Fall sehr gut möglich, auch meine Platin-Trophäe bei PlayStation zu bekommen. Meine erste übrigens. Also von der Herausforderung her ist es auf jeden Fall machbar. Ja. Es ist abwechslungsreich, es gibt sehr viele, na, wie soll ich sagen, diese Landmarken halt, die sind sehr funny und auch sehr einfallsreich. Von UFO über das Liebespaar Skelett und was weiß ich, was noch alles. Sehr schön. Die Grafik ist annehmbar, die Tiervielfalt auch. Also es gibt eine recht große Auswahl an Meeresbewohnern. Schildkröten, Robben, Papageienfische, verschiedene Haie, Wale, Krokodile. Ich wünsche mir auf jeden Fall für dieses Spiel eine Erweiterung. Also gerne auch mit einem anderen Tier, vielleicht mit einem, keine Ahnung, mit einem Kroko oder eine Fortsetzung oder wie auch immer. Mir hat es echt Spaß gemacht. Schade, dass es so schnell vorbei war. Ein Vorteil ist, man kann auch, wenn man durch ist, sich immer mal wieder einloggen. Und dann Männchen knabbern oder andere Meeresbewohner. Allerdings ohne, das ist wirklich nur just for fun. Es gibt dann keine Aufgaben mehr oder irgendwas, was man noch erledigen kann. Man ist dann sozusagen durch das Ganze. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, voll okay. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 50 Euro, glaube ich. Kommt man gut mit hin. Also dafür hat man auch auf jeden Fall Spaß, dieses Durchfressen und zu sehen, wie sich der Hai entwickelt. Top. Die meisten Bugs sind inzwischen behoben. Also auch da kommt man ziemlich gut durch. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wer gerne mal was Kurzweiliges mag, was nicht zu herausfordernd ist und trotzdem Spaß macht, ist bei dem Spiel genau richtig. Okay, dann vielen Dank. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Würde auch gerne hören, wie ihr das Spiel findet. Ob es euch auch Spaß gemacht hat oder ob ihr einfach nur gerne zugeschaut habt oder generell gerne an Männchen knabbert, man weiß ja nie. Ich bedanke mich dann an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.